Du bist eine tolle Frau, Kira. Du hast tolle Seiten an dir. Ich habe von Anfang an gesagt, ey, ich habe Gefühle für diese Frau. Ja, und deswegen hast du sie betrogen und versuchst deine Tat immer noch zu relativieren. Das einzige Paar, was eine wirkliche Chance hat, nochmal zusammenzukommen. Jetzt. Und wisst ihr was? Während er das sagt, hatte er schon in der Zwischenzeit etliche Affären. What that? Oh mein Gott, Michelle! Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin's, Tana, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen nämlich weiter mit Prominent Verkackt Folge 9. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin heute wirklich, so ein bisschen durcheinander wieder, weil ich wieder so eine schreckliche Nachricht gehört habe. Ich lese euch das kurz vor, das in Mannheim passiert ist. Staatsschutz ermittelt nach Messerattacke. Nach einer Messerattacke auf Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung in Mannheim hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Sechs Menschen wurden verletzt. Ein Polizist schwebt in Lebensgefahr. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Ich verstehe nicht, was in diesem Menschen vorgeht, der da mit einem Messer durch die Gegend rumfuchtelt und versucht, Menschen abzustechen und hat auch Menschen abgestochen. Also, mein tiefstes Mitgefühl geht an die Opfer. Und ich sage ja immer wieder, jeder hat eine Meinung. Ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung, respektier es. Solange Leib, Leben, Gesundheit eines anderen Menschen nicht verletzt wird. Ich verstehe das einfach nicht. Solche Menschen gehören bestraft. Volle Kanne. Ja, das wollte ich kurz loswerden. Es regt mich wirklich richtig auf und es macht mich traurig. Momentan auch, was hier auf der Welt passiert. Es nimmt mich einfach mit. Und deswegen kommen nicht mehr so wirklich regelmäßig Videos von mir, weil meine Lust fehlt da einfach, wenn ich da von der Arbeit komme und in der Zeitung das lese oder im Internet das. Wisst ihr? Naja. Jetzt machen wir mal weiter mit Folge 9. Also pures Gaslighten haben wir hier. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist, Mike Sees oder Lukas. Also ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Falls du natürlich neu auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du natürlich ganzen Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch bei Insta folgen und auf TikTok. Und jetzt geht's wieder mal los. Im Endeffekt ist es ja für Melina und Tim Glück gewesen. Denn es geht um die Exit-Challenge. Letzte Folge haben wir ja mitgekriegt, dass eigentlich Melina und Tim hätten rausfliegen müssen, aber Sarah und Nico hatten auch zwei Stimmen. Also dachte dann wahrscheinlich die Produktion, wir schicken die jetzt in die Exit-Challenge. Und damit haben sie natürlich Glück gehabt, ne, die beiden, Melina und Tim. Ja, wäre schon krass, wenn jetzt Tim und Melina am Ende das Geld mit nach Hause nimmt, was natürlich noch übrig geblieben ist. Ich habe hier keinen Bock auf Michael und Tommy, der jetzt hier rausgeht. Ich weiß, Bruder. Naja, kann ich auch sehr, sehr gut verstehen, weil ich meine, davor oder vor 2 Tagen hast du ja noch Mike irgendwie massiert, ne, am Rücken und dann bekommst du auf einmal seine Stimme. Das ist natürlich Kacke. Hier gibt es so einige Gesichter, die schon abgefuckt sind, dass wir überhaupt noch hier sind. Ich hoffe, wir dürfen zuschauen bei euch. Ja, mit Aufpreis, ne? Dass du irgendwie vielleicht Eintritt zahlst. Sein Gesicht, oh, ist so böse, finde ich. Der sieht so ein bisschen aus wie Scar von König der Löwen. Wenn wir beide irgendwo ein Team wären, Alter, wäre er richtig brutal. Ist einfach so. Der Bösewicht und sein kleiner Bruder Judas. Oder Brutus. Können wir den auch nennen. Aber ich nenne ihn ja gerne Patrick Star. Und der wird so dermaßen gegaslightet und manipuliert von dem Mike, dass er nicht mal weiß, wo vorne und hinten ist. Also Mike würde am Ende wahrscheinlich auch ihm ein Messer in den Rücken stechen. 100 pro. Mach die fertig psychisch, ich mach die psychisch Richtig. fertig. Darum geht's halt. Das kann ich. Geh auf Tim, dann rastet sie raus, dann sind die abgelenkt. Mike, der große Bruder, macht die psychisch fertig, die beiden. Und Nico so, ich weiß, ich kann die so richtig psychisch fertig machen.
Der Nico muss erstmal das Einmaleins lernen vom Manipulieren und ich meine, wem fragt man da? Natürlich den Mike, ne? Der weiß es am besten. Der hat das Lehrbuch geschrieben für Manipulation und Gaslighten. Ab heute beginnen die Psychospielchen ja drin taktieren. Ist auch so. Wie ihn beeinflusst, ne? Also richtiger Anstifter ist der Mike. Wie aus dem Lehrbuch. Und der Mike ist zwar ein geiler Typ, aber wenn die Spiele angeht, dann ist er sehr, sehr dreckig und eklig. Und deswegen, für ihn ist jetzt auch hier der Spaß vorbei. Der liebt es so richtig dreckig. Haben wir ja mitgekriegt, ne? Von den ganzen Mädels da, mit denen er irgendwie ausgegangen ist, eine Affäre hätte. Der mag das so richtig dreckig, der Mike. Und Nico, der lernt von dem, ne? Der ist nicht so weit weg von ihm, aber er lernt es noch. Und Sarah denkt so, Gott, halt die Fresse. Schicken wir die zurück alle in die Bumsformate. Sei mal nicht so laut, ne? Also, die gehen zwar in die Bumsformate, aber du machst das im wahren Leben, mein Lieber. Du hast einen kompletten Dachschaden. Nee, die macht das schon richtig. Zum Glück hat sie dir nicht ins Gesicht damit geschlagen. Mit ihrem Hallo! Hast du schon mal was von Ehe gehört? Hast du schon mal was von Ehe gehört? Also, ich meinte ja auch eben gerade, während er hier über Ehe redet, hatte er etliche Affären in der Zeit. Also, der wird nicht mal rot beim Lügen. Das ist nicht so wie so Bumsländer, die in der Sendung gehen und nur rumpimpern. Nein, das macht Mike nämlich gar nicht. Also, der geht gar nicht in Bumsformate. Der macht das in der Realität. Ne? Also, wenn wir bedenken, dass er, während er das sagt, ganz viele Affären hat er zwischendurch. Wir rocken das jetzt. Wir kommen gleich wieder und verkünden euch eine wunderbare Nachricht. Tät auch so ein bisschen Höhenflug, habe ich das Gefühl, oder? Yay. Auf geht's, Nico! Das ist so, wie wenn du im Stadion vor 50.000 Leuten spielst und alle pfeifen dich aus. Ja, das ist kacke, oder? Also, da fühlt man sich halt auch nicht wohl, wenn man zum Spiel geht, wenn man ausgebuht wird und für die anderen eigentlich ist. Also die hoffen ja, dass Sarah und Nico wieder zurückkommen. Aber wir lassen uns überraschen. Eure Aufgabe ist es, einen Turm aus 4 Würfeln zu bauen. Dabei muss jedes Symbol auf jeder Seite einmal zu sehen sein. Das Schnellste zum Gewinn. Also was hätte RTL auch einfallen sollen als so ein primitives Spiel? Ich werde für Sarah heute sterben, auf Deutsch gesagt. Wir werden dir Vollgas geben. Ja, mach mal. Viel Glück. Wir haben Zunge, Pimmel, genau. Arsch, Pimmel. Hier ist Pimmel, Pimmel. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Pimmel, Pimmel geht nicht. Na, das ist das Spiel, was die schaffen müssen. Mm, ja, passt sehr, sehr gut eigentlich zu Nico. Ich konnte damit wirklich nicht schnell laufen. Dieser Würfel war einfach so groß. Ja, es war halt ein großer Pimmel, ne? Das ist nicht leicht zu schleppen. Spring ist, wenn du klingelst und das Ergebnis ist falsch, bist du automatisch raus. Ja. Pimmel-Donnerwetter, jetzt haben die das geschafft, die beiden, ne? Ja, da haben die anderen sich gefreut, dass die eliminiert werden. Nein, die haben es geschafft, die beiden. Ich gönne das denen auch. Finde ich super, dass Nico rausgeflogen ist mit der Sarah. Ist auch irgendwie ein bisschen Karma, oder? Ja. Bisschen schon. Sag ich ja immer, ne? Karma is a bitch. Was wäre euch lieber? Also ich hab's offen und ehrlich gesagt, mir ist es lieber, wenn Nico gewinnt, als die beiden. Und bei mir auch. Das böse Erwachen kommt gleich. Da will ich mal eure Gesichter sehen. Und? Ihr dürft euch alles freuen. Warum? Tim und ich bleiben hier. Hä? Warum? Hä, aber warum? Warum? Du Pappnase, weil sie gewonnen haben. Da gibt's kein Warum. Diese Gesichtsentgleisung von Mike, ne? Herrlich. Und Lukas freut sich regelrecht, dass sie drinnen geblieben sind. Ja, ne? Da muss es ja auch ein paar geben, die sich für Tim und Melina freuen. Kann ich verstehen. Also Lukas spielt kein korrektes Spiel, Tim spielt kein korrektes Spiel, Melina nicht und Chiara auch nicht. Die beiden Ex-Paare halten definitiv zusammen. Okay, und also ich manchmal denke ich wirklich, der ist so dermaßen realitätsfern, so der hat so eine krasse Wahrnehmungsstörung. Sag mal, Mike, wie ist denn das bei dir und Nico? Ihr arbeitet doch auch zusammen. Und was ist denn das Problem dann, wenn die beiden auch irgendwie zusammenhalten? Diese Doppelmoral. Ja, so ihr Hübschen. Passt auf euch auf, ne? Ciao.
Ja, tschüss. Geil, echt zerstörend. Ja, mach das, Alter, ehrlich. Jetzt geh ich mal mein Wichsen. Also, wirklich, Nico. Der ist so primitiv von seiner Verhaltensweise und von seiner Ausdrucksweise. Aber Mike sagt so, ich zerstöre sie. Will ich sehen. Also, wie du die 10.000 Euro in der Luft verloren hast und wie du versuchst, irgendwie zu rudern, hat nicht geklappt. Wie du versuchst, irgendwie die Spiele zu gewinnen, die Fragen zu beantworten. Der hat irgendwie überhaupt nichts drauf, der Typ, oder? Für ein Comeback gibt es 0% Wahrscheinlichkeit. Also, bei euch weiß ich ja wirklich nicht, ne? Bei euch ganzen Reality-Stars. Heute sagt ihr A, morgen B, übermorgen C. Und dass du überhaupt hier mitgemacht hast, bei Prominent getrennt, nachdem er dich irgendwie betrogen hat, 3-mal mit Siria bei Temptation Island. Also, den glaube ich gar nichts mehr. Nicht mal die Uhrzeit. Also, dass Melina und Tim noch hier sind, das ist eine Unverschämtheit in meinen Augen. Und unverschämter ist es, dass du noch da bist. Tim ist eh so komisch geworden. Ich glaube, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht hier. Nachdem du ihn nominiert hast, ist ja logisch, dass er keinen Bock mehr auf dich hat. Soll er dich massieren oder was? Dich umarmen? Ich würde dich nicht mal mit dem Arsch angucken. Also, was erzählt er hier? Was holt er sich hier raus? Oh, dieser Typ, wirklich herrlich, ne? Herrlich, was er für eine Wahrnehmungsstörung hat. Wenn so das Parfüm riecht, da funktioniert die Frau. Ja, genau, da funktioniert die Frau, ne? Nach der Parfümdusche oder besser gesagt nach der Katzendusche lieber erstmal ordentlich einparfümieren, statt unter die Dusche zu gehen. Ja, ist das dann so stark? Geh doch lieber duschen. Das ist doch besser. Und dann kannst du dich einparfümieren. Aber das ist ja eklig mit dem Schweißgeruch, dass sich das dann verbindet, gerade im Sommer. Oh, wirklich, die arme Michelle. Oh, ich bin so sauer, dass ich furzen muss. Also da steht Michelle direkt vor ihm. Er ist am Tisch. Und er hockt sich hin auf dem Hocker, wo sich andere hinsetzen. Und dann furzt er da auch noch, ne, ganz laut. Also, zum Glück hat er nicht geschorzt. Angriffe von außen. Alles. Alles überlebt. Und dann werden wir das stärkste Paar in Reality. Träum weiter. Ich habe eine Power, das ist unfassbar. Ich bin ein Paradebeispiel dafür. Liefer einfach ab, bis die Lunge platzt. Welche Lunge? Die verrauchte Lunge? Ein Paradebeispiel dafür, dass er nichts gebacken kriegt. Das passt besser, Mike. Eure Aufgabe ist es, gemeinsam 8 Bälle auf den Tellern der Plattform zu platzieren. Jeder von euch ist dabei für 4 Bälle zuständig. Das Spiel heißt Beruhig dich bitte. Ich bin gespannt, denn hier ist Gleichgewicht gefragt und das schlechteste Paar, also von den 4 Paaren, Ex-Paaren, fliegt raus. Das ist meine Genugtuung für Nico, dass der rausgekickt wurde. Für Nico gehe ich hier ins Spiel rein und zeig dir einfach mal, wie der große Bruder hier abliefert. Und Michelle so, oh Gott, woher habe ich diesen Typen aufgegabelt oder angelächelt? Das ist ja 4. Klasse-Niveau beim Völkerball. Ich mache das jetzt für meinen besten Freund Nico. Und Michelle so, Produktion. Nimm das bitte nicht so ernst. Stell auf. Okay. Okay, und jetzt langsam. Warte. Sehr elegant wie eine Gazelle. Komm rüber, geh rüber. Ich bin schwerer als du. Super. Super. Und so sieht's ungefähr aus. Michelle hat mir die Führung gegeben, dass ich die Bälle im Auge habe. Und ich meine, ich kenne mich mit Bällen aus. Ja, der kennt sich mit Bällen aus. Das wissen wir, ne? Und seine Bälle wurden ja auch wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gezeigt im Internet oder was weiß ich, in WhatsApp-Gruppen. Also kennen wir alles. Ja, ich weiß. Okay. Aber ist egal, ganz lange. Als ob der Mike sowas schafft, komm. Komm, unser Spiel! Los, los! Nein! Wie Michelle so dabei ist und siegen möchte und Mike so wieder anführt, also das spiegelt so wirklich deren Ex-Beziehung oder ihre Ex-Ehe wieder. Und die beiden haben es geschafft. Ne? Also die waren richtig gut. Mal gucken, wer es noch geschafft hat. Fick mein Leben! Los!
Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Lukas und Chiara haben nicht einen Ball verloren. Aber bei Mike und Michelle sieht's anders aus. Gucken wir mal, wie es bei den anderen gelaufen ist. Langsam. Lass los! Also am Ende haben es auch Michelle und Mike geschafft. Ich glaube, die Zeit spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Und ich bin gespannt, wer am Ende rausfliegt, weil alle haben es ja geschafft. Die heute rausfliegen, nehme ich zwei Flaschen und spritzen uns den Laden voll, Mann. Ja, dann geht er erstmal so richtig Skifahren, der Mike. Ich glaube, die anderen fürchten uns heute. Wir kamen zurück mit so einer Power hier drin. Jetzt seid nicht so neugierig. Ja. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir auf jeden Fall nicht rausfliegen. Er ist sich richtig sicher. Bin mal gespannt. Das haben wir ja auch eben gerade bei Nico und Sarah ja gehört. Ne? Wir sind uns sicher, dass wir das schaffen, dass wir das rocken hier. Und am Ende gucken sie immer dumm aus der Wäsche. Du bist eine tolle Frau, Chiara. Du hast tolle Seiten an dir. Und wir hatten echt viel Positives in unserer Beziehung. Es tut mir wirklich leid, dass ich das alles auf die Art und Weise kaputt gemacht habe. Er gibt sich jetzt die Schuld, weil vorher hat er alles relativiert, bagatellisiert. Sie haben gewonnen. Die Beziehung, er denkt wahrscheinlich, die Beziehung wird jetzt funktionieren. Aber am wichtigsten finde ich immer, wenn es mal nicht klappt, wenn die Spiele mal nicht funktionieren, ne, wenn es mal im Privatleben nicht so funktioniert, dass man sich immer noch irgendwie liebt. Nur weil man jetzt irgendwie Adrenalinstoß hat wegen des Spiels, denkt man, man kann jetzt irgendwie Lovebombing machen. Du datest wieder, ne? Nicht wirklich. Ich habe nur mitbekommen, dass du ja so ein Mädel aus Berlin, dass die bei dir war. Woher weißt du das? Sie weiß alles. Glaub mir mal. Die wird angeschrieben von den Frauen. Also, da kannst du erzählen, was du möchtest, Lukas. Er versucht das halt zu bagatellisieren. Aber später werdet ihr noch sehen, wie er gaslightet. Ganz extrem schlimm. Wirklich Lehrbuchfall. Ich weiß, dass Chiara eine sehr stolze Frau ist und dann immer oft so reagiert, als ob sie es alles nicht jucken würde. Naja, was soll sie auch machen, ne? Sie muss ja stark bleiben irgendwie. Ich meine, dich scheint es ja auch zu jucken. Oder dich stört es ja auch, wenn sie andere Männer mal anguckt oder andere toll findet. Ich bin hier reingekommen und habe von Anfang an gesagt, ey, ich habe auch Gefühle für diese Frau, ne? Ich glaube, man merkt mir das auch an, dass Chiara mir nicht egal ist. Ich weiß, dass ich auch für immer Misstrauen in ihn hätte. Ja, aber ich verstehe nicht, warum du dann fremdgegangen bist und warum du das Ganze relativierst und warum du sie die ganze Zeit gaslightest. Also es ist wirklich, dieser Typ ist wirklich gefährlich. Und so sieht, glaube ich, Spinnphobie aus. Und Tim bewegt sich halt wirklich wie so eine Schlaftablette, ne? Macht die Spinne jetzt mal weg. Und sie schreit dann, ne, um ihr Leben. Jetzt spielen sie das Spiel Tatwahrheit oder Pflicht. Und der Mike musste jetzt irgendwie die Michelle küssen. Michelle hat es zugelassen. Mindestens 5 Sekunden küsse deine Ehefrau! Da kann man gar nicht mal zugucken, oder? Oh, ich hätte das ja Michelle gepostet und sie hat geschrieben so, oh mein, ich kann da nicht mal hingucken. Kann ich verstehen, sind ja auch schon 6 Monate her. Aber das nochmal so zu sehen, ne? Bäh. Und Tommy muss jetzt in den Pool springen und 5 Bahnen schwimmen. Und der wollte sich, glaube ich, ausziehen. Er war kurz davor auszuziehen. Aber schaut euch mal von Lukas und Chiara deren Dialog an. Ich bin komplett nackt jetzt. Ich würde so feiern. Das würdest du feiern, ne? Ich würde feiern, ja. Dann sehe ich zumindest mal wieder was. Was hast du gesagt? Nackt! Chiara, was hast du gesagt? Ich habe Spaß gesagt. Dann sehe ich zumindest mal wieder was. Ey, was juckt dich das, Lukas, was sie gesagt hat? Also, ihr seid nicht zusammen. Was ist dein Problem? Was willst du eigentlich? Habe ich deinem Mann noch irgendwas Falsches gesagt oder gemacht? Definitiv, ja. Ich finde, manchmal könnte ich gewisse Kommentare sparen. Ja, dann sehe ich mal wieder was. Hahaha. Das passt ihnen halt überhaupt nicht, ne? Er darf, sie darf nicht. Also, wie er sie gaslightet, weil er hat, musste ja, glaube ich, die Chiara antanzen. Sie sollte sich auf den Tisch setzen, wie das damals Fabio gemacht hat, bei Prominent getrennt.
hat ihm nicht gepasst. Er wollte es nicht machen. Er meinte, ich mache jetzt was anderes. Dann hat er irgendwie in so eine Orange reingebissen. Also der war richtig angepisst. Ich verstehe nicht, warum er angepisst ist. Sag mal, Lukas, du bist doch derjenige, der fremdgegangen ist. Aber Kira hat das Ganze durchschaut und geht darauf überhaupt nicht ein und sagt, was Sache ist, was ich super gut finde. Es war einfach nur ein Spruch. Kira, hier geht es doch nicht um Eifersucht oder sowas. Hier geht es doch nicht darum, dass ich... Um was geht's da? Aber wenn es so nichtig ist, warum steigt mir gerade deswegen? Warum weil du... Sich weil du datest doch schon eine Neue. Ja, du datest eine Neue. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Eifersucht? Was ich aber richtig geil finde, ist ja, Kiara erkennt wirklich, dass er gaslightet. Ne? Also sie hat so ihre eigene Wahrnehmung und das finde ich super. Sie lässt sich nicht von ihm beeinflussen. Super geil. Geilste Show, die er jemals für dich gemacht hat. Bring ihn eine andere Pflicht, bitte. Und er ist richtig angepisst wie so ein kleines Kind. Warum bist du angepisst? Was ist dein Problem? Du bist das Problem. Genau. Der hat schon wieder andere flach gelegt, nachdem er eine flach gelegt hat, in der Beziehung. Da krieg ich wieder was zu sehen. Ich bin raus. Wirklich? Ich kann ihre Reaktion so gut verstehen. Der will ihr einfach ein schlechtes Gewissen einreden und zeigen so von wegen, das, was du gerade gesagt hast über Tommy, geht gar nicht. Aber wenn es eine schwächere Frau gewesen wäre, die hätte das Ganze mitgemacht, ne? Die hätte er eingelullt. Und gerade deswegen muss man stark genug sein, dem Ganzen entgegenzuwirken. Weil er selbst ist in seiner eigenen Welt. Also er denkt, er hat Recht in dem, was er macht. Er relativiert sein Fremdgehen und kann sich erlauben, denkt er. Wie soll ich ihr denn etwas sagen? Ich muss so viele Samthandschuhe anziehen, ihr was zu sagen von meinen Gefühlen, damit es ankommt. Aber es funktioniert nicht. Also was interessieren uns deine Gefühle in dem Moment? Du bist fremdgegangen. Du solltest vorsichtig sein, wie du mit ihr umgehst. Und das, was du hier gerade machst, ist Gaslighten pur. Das sind keine Samthandschuhe. Diese Frau, ich geschwächt bin. Es weicht mir, ich bin bis oben hin voll. Diese Frau hat wirklich einen Schaden gehabt. Es reicht mir. Krass. Dieses Täter-Opfer-Verhältnis, ne? Diese Umkehr, wie er das macht und sie als gestört hinstellt. Tja. Nein. Hier geht's nicht um Nein. dich. Nein. Nein. Ich finde das so gut, dass sie ihn so abblockt, ne? Komplett sagt so, verpiss dich, weißt du, ich will damit nichts zu tun haben, lass mich in Frieden. Und wie er kommt mit seiner Stimme so, Kira, hier geht's nicht um dich. Also, da fällt mir nur ein, Hals, Maul, wirklich. Also wenn du noch reden willst, bin ich gern für dich da. Ich kann das nicht für dich da. Ganz, ganz schlimm. Ganz übel, wirklich, da muss man wirklich seine Beine nehmen und in die entgegengesetzte Richtung fliehen, wirklich, vor diesen Menschen. Aber Kiara handelt es super gut. Oh, oh, Entschuldigung, ich habe dich viel zu was geworfen. Also die beiden verstehen sich wirklich ziemlich gut. Sandra ist auch so ein bisschen glücklich, ne, weil der Tommy ja, weiß ich nicht, mit ihr irgendwie besser umgeht. Und ich kann mich an so eine Situation erinnern, wo ich mit einem Freund unterwegs war, wir sind Fahrrad gefahren und der dachte wahrscheinlich, der würde mich nicht so doll anstupsen, sondern er hat wirklich so mich getreten, wo wir Fahrrad gefahren sind. Er hat die Kontrolle so ein bisschen verloren, weil wir haben uns auf dem Weg irgendwie die ganze Zeit irgendwie so hin und her getreten. Und sein Tritt war so hart, dass ich wirklich komplett runtergefallen bin, in die Büsche, ne? Das war echt krass. Ich bin richtig runtergerollt. Das war auf dem Land. Also daran erinnere ich mich so ein bisschen. Mann, hat mir alles wehgetan danach. Du hast so eine verdrehte Wahrnehmung und ich hoffe wirklich, du kriegst davon so. Für dich und für deine zukünftigen Beziehungen hoffe ich, dass du daran arbeitest. Ich hoffe, dass du daran arbeiten kannst, deinen Schwanz nicht in andere Muschis zu stecken, obwohl du in einer Beziehung bist. Daran hoffe ich, dass du arbeitest für deine künftigen Beziehungen. Ey, wie geil sie ist einfach, ne? Wie sie kontert. Ich finde das so geil. Sie lässt sich einfach nicht irgendwie von ihm manipulieren. Also das...
da kommt Gaslighten bei ihr überhaupt nicht an, ne? Und sie sagt so, ich hoffe einfach, dass du deinen Pindol nicht in andere Pussys reinsteckst, während du in einer Beziehung bist. Hat sie richtig gesagt, ich feier dich, Chiara. Lass rübergehen zu Tommy. Lass gucken, wie eifersüchtig ich bin auf einen Tommy. Ja, komm, lass gehen. Lass gehen. Der ist halt richtig eifersüchtig, ne? Der ist richtig eifersüchtig und möchte ihr einfach ein schlechtes Gewissen einreden. Und sein Fremdgehen will er relativieren. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, wirklich für dich, Chiara, vom ganzen Herzen, dass du endlich anfängst, an dir zu arbeiten. Das wünsche ich dir auch, Lukas. Dieser Typ wird es nicht schnallen. Ich schwöre euch, wirklich. Zum Glück hat sie keinen schwachen Charakter vor sich, ne? Sondern eine starke, gestandene Frau, die das mit sich nicht machen lässt. Finde ich so geil. Ich feier dich, Chiara. Danke dir. Du bist einfach nur ein Scharlatan. Du bist ein Scharlatan. Da hat sie mal wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Alter, ich mach 3 Kreuze, wenn der Scheiß vorbei ist. Frag mal Chiara, wie viele Kreuze sie macht. Bestimmt mehr. Ich glaube, wenn wir das Deal gewinnen würden, dann wäre das richtig krass. Erfolg der Zusammenhalt. Ja, ja, das ist dann der krasseste Erfolg in unserer Beziehung oder Ex-Beziehung und der krasse Zusammenhalt, ne? Genau dann werde ich erstmal ihr Vertrauen gewinnen und dann noch mehr etliche Affären haben mit anderen Frauen. Ich wäre ja gar nicht so auf dem Verzeihungsmodus wie ein Chef. Ich könnte das nicht verzeihen, aber das ist halt eine Stärke von ihr. Das ist so lustig, ey, wirklich. Also wenn sie fremdgehen würde, würde er ihr das überhaupt nicht verzeihen, wie sie ihm verzeiht. Wow. Das ist echt eine Frechheit, wirklich, was er da von sich gibt. Das ist eine Frechheit. Und zum Glück verzeiht sie dir nicht mehr, wirklich. Ich glaube, da ist nichts mehr zu holen, gar nichts mehr. Ist gut, ich fange mich jetzt wieder. Ja. Und Sandra geht nochmal zu Chiara hin und tröstet sie nochmal. Aber was sie danach sagt, macht natürlich alles kaputt. Deswegen ist es schon ein Vorteil, dass die anderen sich da ein bisschen zerstreiten, ne? Müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen hier. Ich umarme sie zwar, aber das ist nicht so ernst gemeint. Eigentlich freue ich mich darüber, dass sie sich gestritten haben und bald rausfliegen. Ist jetzt mal richtig ernst gemeint. Ich spreche echt immer sehr viel von Ehrlichkeit und Werten und hier und da, ne? Und da muss ich mir echt an die eigene Nase fassen. Digga, damit habe ich richtig Scheiße gebaut und meine Werte mit Füßen getreten. So, weißt du, ich meine? Ja, und das, was du gerade hier abziehst, ne, mit Chiara, ist noch mal krasser. Also, naja, wenigstens besteht ja noch Hoffnung auf Reflexion. Und hier, wie ich hier manipuliere, wie ich hier eliminiere. Oh. Du bist da halt der Beste hier im Haus. Ich glaube, ich spiele das Spiel am besten hier drin. Ja, und Michelle macht sich eigentlich lustig, ne? Ja, ja, du bist eigentlich der Beste hier im Haus, ne? Der so richtig manipulieren kann. Aber gut, dass er wenigstens nicht gefurzt hat hier, ne? Okay. Mach es! Ich mach mir gleich in die Hose. Ja, du wirst gleich in die Hose kacken, glaube ich, ne? Weil furzen ist ja da dein Ding, ne? Und schurzen auch. Ich bin gespannt, wer diesmal rausfliegt. Was denkt ihr, wer rausfliegt? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt auf jeden Fall mal mir gerne, wer rausfliegen könnte, wen ihr das gönnt überhaupt, den Sieg. Nächste Woche ist Halbfinale und dann Finale. Ich bin total gespannt auf eure Meinungen, auf eure Kommentare. Falls du natürlich noch vom Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare und falls du natürlich die ganzen Folgen streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen und auf TikTok. Ich danke euch vielmals.